Hallo ihr Lieben, Hallo. herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserem neuen 5-Ideen-Video. Heute geht es um 5 richtig coole Ideen für die Osterferien und das Ganze ist kunterbunt gemischt, also für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Genau, das ist eigentlich auch für jede Ferien, das könnt ihr euch alles merken und auch in Sommerferien, wenn euch langweilig ist, da ist eigentlich für jeden was mit dabei. Und viel Spaß jetzt mit Idee Nummer 1. Als erste Idee gibt's ein kleines Kosmetik-DIY für euch, und zwar diese niedlichen Peeling-Herzen hier. Und wie die genau gemacht werden und was ihr alles dafür braucht, seht ihr jetzt. Für diese Mini-Peeling-Herzen braucht ihr eigentlich nur 3 einfache Zutaten. Ihr braucht Schmelzseife, das ist DIY-Seife, die sich super einfach in der Mikrowelle einschmelzen lässt und dann kann man sie in jede beliebige Form hineingießen und hat super coole selbstgemachte Seifen. Davon habe ich hier einmal die transparente Variante und zwar 20 Gramm. Die Hälfte davon, 10 Gramm, habe ich hier Kokosöl. Das ist inzwischen fest. Bei 23, 24 Grad wird das Ganze ja flüssig. Aber im Frühling jetzt ist das Ganze natürlich bei mir bei Zimmertemperatur noch fest. Riecht super schön und ist natürlich auch richtig schön pflegend. Also 10 Gramm Kokosöl und natürlich Zucker für das Zuckerpeeling. Dafür habe ich hier 30 Gramm. Also 10 Kokos, dann 20 Seife und 30 Zucker. Super einfach zu merken. 1, 2, 3. Und bei mir kommt noch ein bisschen Seifenfarbe dazu, damit es schön rosa wird. Ich habe hier zusätzlich noch ein kleines Behältnis, um als erstes einmal die Seife einzuschmelzen. Die gebe ich hier rein und dann kommt das Behältnis für circa eine Minute in die Mikrowelle. Zur flüssigen Seife gebe ich dann das Kokosöl dazu. Ihr seht, das Öl schmilzt jetzt auch. Und gleichzeitig gebe ich schon mal ein bisschen Farbe dazu. Bei mir ist es jetzt leicht hellrosa geworden. Und ihr seht, es ist auch schon ein bisschen flockig. Und jetzt gebe ich auch den Zucker dazu. Gut unterheben und dann kommt die Mischung hier in meine Förmchen hinein. Richtig fest hineindrücken. Anschließend lasse ich die Herzen für ca. 2 Stunden ganz in Ruhe stehen und aushärten. Anschließend kann ich die Herzchen dann ganz einfach aus der Silikonform herauslösen. So sehen sie dann aus, total niedlich. Und selbstgemachtes Peeling ist natürlich auch immer eine super schöne Geschenkidee. Wer kennt das nicht? Dann hat man Ferien, hat endlich Freizeit, aber man weiß nicht, was man machen soll. Und dafür habe ich heute eine gute Idee. Dafür braucht ihr kleine Zettel, ihr braucht so Wäscheklammern, verschiedene Stifte. Einmal habe ich Stifte, mit denen ich die Wäscheklammern ein bisschen dekorieren werde und Filzstifte, um meine Zettel zu beschriften. Und ihr braucht einen Behälter. Ihr könnt zum Beispiel ein Glas nehmen oder ich habe hier so ein, das ist eigentlich so ein kleiner Blumentopf. Den kann man aber an so eine Stange machen. So eine haben wir ja in unserem Studio. Da kann man das dann gut befestigen und da dann immer reingreifen, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Also, natürlich ist jetzt das Wichtigste, sich erstmal ein paar Sachen auszudenken, die man normalerweise gerne macht oder die man gerne mal machen würde und die auf die Zettel schreiben. So, ich habe die Zettel nochmal halbiert und jetzt schreibe ich verschiedene Sachen auf und ich werde das ein bisschen unterteilen in Sachen, die etwas kosten und Sachen, die nichts kosten. Zum Beispiel ist mir sofort eingefallen, ins Schwimmbad gehen. Aber da kann man natürlich nur hingehen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Deswegen schreibe ich natürlich auch noch ein paar andere Sachen, vielleicht in einer anderen Farbe auf, die nichts kosten, wie zum Beispiel Lesen. Da kann man auch, wenn man keine Bücher mehr hat, die man lesen kann, in die Stadtbibliothek gehen. Das kostet auch nichts, wenn man da einfach reingeht und da liest. Dann schreibe ich auf
Spaziergang machen. Etwas basteln. YouTube-Videos schauen. YouTube-Videos selber drehen. Muss man ja nicht hochladen, einfach aus Spaß. Dann Sachen, die noch was kosten. Eis essen gehen mit einer Freundin vielleicht. Gemeinsam was backen, da muss man natürlich auch erst die Zutaten einkaufen. Das kann man natürlich auch wieder also zu zweit machen oder auch alleine. So, ich habe jetzt einiges zusammen, ein paar Sachen, die was kosten, wie zum Beispiel ins Kino gehen, shoppen gehen, aber auch noch den Lieblingsfilm anschauen, auf den Spielplatz gehen, einen Brief schreiben, eine alte Freundin anrufen. Da sind jetzt einige Sachen dabei, aber ihr könnt natürlich auch noch mehr sammeln oder ich kann euch auch empfehlen, einfach mal danach zu suchen im Internet. Da gibt es ganze Listen, was man alles so machen kann, die alle auf Zettel schreiben und jetzt die Zettel zusammenfalten. Und mit einer Klammer zusammenklammern. Und das kommt jetzt hier in den Behälter rein. Jetzt kann man natürlich vorher noch die Klammer ein bisschen dekorieren. Da werde ich jetzt auch eine andere Farbe für die Sachen benutzen, die etwas kosten. Und eine andere Farbe für die Sachen, die nichts kosten, damit man das schon unterscheiden kann. Oh, das sieht echt schön aus mit diesem Stift. Die haben wir ja neu, diese Stifte, und haben euch die letztens schon in unserem Haul-Video gezeigt. Und ich probiere die jetzt gerade hier so zum ersten Mal richtig aus. Kann man auf jeden Fall sehr gut auch hier so eine Klammer mit anmalen. Man kann die kleinen Zettel natürlich auch einfach so in den Behälter werfen oder in ein Glas. Das funktioniert natürlich auch super. Da muss man einfach reingreifen und sich dann ein Zettelchen rausholen. Aber ich finde es mit diesen Klammern auch ganz gut, dann hat man so richtig was in der Hand. Also bei den kleinen Zetteln, die können ja auch mal so aneinander kleben und hier ist wirklich ganz eindeutig, welcher Zettel gehört zu welcher Klammer. Und so wird euch hoffentlich nie wieder langweilig, denn wenn euch langweilig ist, dann einfach ein bisschen rumwühlen in der Box und eine Klammer rausziehen und lesen, was als nächstes zu tun ist. Als nächste Idee zeige ich euch eine super schöne selbstgemachte Kerze. Dafür benutze ich verschiedene Teelichter. Ich habe hier einmal pinke und weiße und eine ganz normale lange Kerze. Die lange Kerze benutze ich als Docht meiner neuen Kerze. Dafür habe ich hier noch ein Glas, da war früher mal Pesto drin, das war einmal in der Spülmaschine und ist jetzt super sauber. Ich schneide die Kerze gleich passend zu, also die wird gekürzt und dann wird sie aufrecht hier in das Glas nachher hineingegeben und dient dann als Docht, wie gesagt. Und die restliche Kerze besteht aus den verschiedenen Teelichtern. Die Basis bilden einmal diese weißen Teelichter, die schmelze ich gleich direkt einmal ein und zwar direkt hier in dem Glas drin über dem Wasserbad. Also ich stelle das Glas gleich in heißes Wasser und warte, bis der Wachs der Teelichter geschmolzen ist. Dieses hier will nicht raus, da ist der Docht schon mal abgegangen, aber so langsam löst es sich auch ab. Das kommt auch rein. 4 Stück gebe ich davon hier in mein Glas. Und das kommt jetzt ins heiße Wasserbad. Während das Wachs langsam schmilzt, kümmere ich mich schon mal um die pinken Kerzen. Die schneide ich nämlich in kleine Stückchen. Das flüssige Wachs im Glas ist jetzt wieder da. Da muss man natürlich super vorsichtig sein. Das ist jetzt richtig heiß. Ich kann das Glas hier oben am Rand allerdings gut anfassen. Und in das flüssige Wachs gebe ich jetzt die pinken Stückchen hinein. Ich habe insgesamt 5 kleine Kerzen gehackt. Ihr seht, hier ist auch die andere Kerze, die habe ich ja zugeschnitten und die positioniere ich jetzt schön mittig
und gebe immer noch weiter pinke Stückchen mit da rein. Nach und nach härtet die Kerze jetzt aus und das Pink verschwindet ein bisschen. Allerdings kann man die Stückchen, die wirklich bis zum Rand reichen, immer noch durch das Weiß hindurch sehen. Und das Wachs, was natürlich dann schmilzt, während die Kerze abbrennt, wird natürlich auch rosa und es entstehen sehr, sehr schöne Lichteffekte. Und so cool sieht die pinke Kerze dann im Einsatz aus. Ich zeige euch, wie man ein lustiges Emoji-Täschchen ganz schnell selber machen kann. Dafür braucht ihr Filz, am besten in Gelb. Dann habe ich noch Rot. Ich werde nämlich den mit den Herzchenaugen machen. Und noch ein bisschen Braun für den Mund. Eine Schere, ein Band, da habe ich einen Schnürsenkel. Und ich werde das Ganze mit der Heißklebepistole machen. Als allererstes schneidet ihr zwei gelbe, gleich große Kreise aus. Da könnt ihr euch natürlich eine Vorlage nehmen, zum Beispiel einen Teller und den einmal umranden und dann das Ganze nachschneiden. Jetzt braucht ihr die Heißklebepistole und ihr tragt hier auf den Rand Heißklebe auf. Allerdings ungefähr nur 3/4 und lasst hier oben noch eine Lücke. Dann kommt der andere Kreis drauf und einmal fest andrücken. Mein Kreis war jetzt wohl doch nicht gleich groß. Ich werde hier einfach nochmal mit der Schere dran langschneiden. Das könnt ihr natürlich dann auch noch machen, dass ihr das noch ein bisschen zurechtschneidet. Jetzt schneide ich zwei gleich große Herzchen aus dem roten Filz aus. Das ist übrigens Filz, den ich schon mal verwendet hatte. Also da sind von hinten so ein paar Punkte, aber das ist nicht schlimm. Das kann man ruhig nochmal wiederverwenden. Und als schöne Emoji-Augen hier aufkleben. Jetzt fehlt natürlich noch der Mund. So, hier oben klebe ich jetzt noch das Band rein. Und das andere Ende natürlich auf der anderen Seite. Kurz warten. Und schon ist meine lustige Mini-Emoji-Tasche fertig. Da ist jetzt mein Handy drin und Taschentücher. Also je nachdem, wie groß ihr die macht, passt da auch ein bisschen was rein. Natürlich nicht zu schwere Sachen. Das Ganze muss ja hier von der Heißklebe gehalten werden. Aber für so ein paar Kleinigkeiten ist sie super gut geeignet. Und super, super niedlich, wie ich finde. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und weiter geht's mit einer Origami-Idee für euren Schreibtisch. Ich habe hier zwei kleine Aufbewahrungen gemacht. Eine für Washi-Tape und die andere für Textmarker. Super einfach. Und ihr braucht dafür nur ein quadratisches Stück Papier. Ich habe hier eins, wo die eine Seite hellblau ist und die andere Seite mit schönen Rosen bedruckt ist. Das ist 14x14 cm groß. Und ich starte damit, dass ich die eine Spitze auf die andere rüberschlage und gut festdrücke. Dann wieder öffnen. Und die andere Spitze auf die andere Spitze falten. Auch wieder öffnen und jetzt nehme ich zwei der Spitzen und schlage sie zur Mitte. Die beiden liegen sich dabei gegenüber und wieder öffnen. Dann nehme ich die Spitzen wieder und ihr seht, es sind neue Schnittpunkte entstanden hier. Da falte ich jetzt die Spitze einmal hin und hier auch. Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Der Knick geht wieder nach innen und dann noch einmal rüber. Und liegt damit hier an der Mittellinie und auf der anderen Seite ganz genauso nach innen hineinfalten. Es ist jetzt sehr schmal geworden. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Ihr seht hier noch den Mittelknick. Ganz vom Anfang. Und ich nehme jetzt diese offene Seite hier
und schlage sie genau bis zu dieser Linie hinein. Dabei geht die Seite hoch, die drücke ich runter und hier entsteht ein Dreieck. Genauso auf der anderen Seite auch. Rüberschlagen. Die Seite kommt hoch, geht hier einmal rüber und ich drücke sie flach. Hier kommt das Blumenmuster. Und dieser ganze Bereich hat jetzt so eine Diamantenform. Hier unten spitz, hier oben flach und die beiden Ecken an der Seite. Ich nehme jetzt die Spitze hier und schlage sie hinein. Hier bis zur Seite rüberklicken und hier genauso auch rüberknicken. Hier sieht man jetzt das Blumenpapier, hier die einfarbige Rückseite. Und dann nehme ich hier die Spitze, schlage sie einmal runter. So. Jetzt ist nur noch das einfarbige Papier zu sehen. Und ich nehme wieder die Spitzen hier und schlage sie hinein. Einmal. Und von dieser Seite aus auch. Und dann einfach noch einmal zu mir schlagen. Und dann bin ich mit der Seite schon fertig. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, ich zeige das Ganze gleich nochmal. Ich bin nämlich hier mit der ersten Seite schon fertig. Genauso geht es jetzt an der anderen Seite auch. Ich öffne hier die Seite, schlage sie rüber, festdrücken und auf dieser Seite auch. Öffnen, rüber, festdrücken und komplett flach drücken. Dann hat man die Diamantform. Hier die Spitzen von der Seite gehen rein, bis zu der Seite. Hier auch. Hier die Spitze geht einmal runter. Und dann werden hier noch die Spitzen einmal reingefaltet. Dann wird der Bereich komplett rübergeschlagen. Und meine Aufbewahrung ist auch schon fertig. Ich kann jetzt hier die beiden Laschen nehmen und einfach aufziehen und bekomme so meine Kiste. Ganz einfach, richtig schön schnell gefaltet und man kann natürlich super viele davon machen und hat ruckzuck ganz viele Aufbewahrungen für viele schöne Kleinigkeiten. Ja, hoffentlich haben euch unsere 5 Ideen gefallen. Und ja, vielleicht möchtet ihr das ein oder andere nachmachen, wenn euch langweilig wird in den Ferien. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man alles so gegen Langeweile machen kann, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht habt ihr ja auch schon andere schöne Sachen geplant und habt Lust, uns davon zu erzählen. Dann könnt ihr es natürlich auch einfach unten reinschreiben oder uns ein Foto davon auf der App. Findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung oder bei Instagram schicken. Da freuen wir uns natürlich auch super drüber. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fotos. Mhm. Sonst noch schöne Ferien. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.